Willkommen, hier geht es um die Arbeitsstättenverordnung. Klären wir zunächst mal, was ist das Ziel? Arbeitsstättenverordnung ist ja eine der Arbeitsschutzvorschriften. Das Ziel hat wieder zu tun, natürlich mit Sicherheit und Schutz der Gesundheit. Von wem? Der Arbeitnehmer, ich kürze ab, der Arbeitnehmer. Und jetzt ist noch die Frage, wann Sicherheit und Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer, wann oder wo beim Einrichten und Betreiben der Arbeitsstätten. Da kommt also die Arbeitsstättenverordnung zum Tragen, wenn es um das Einrichten und um das Betreiben von Arbeitsstätten geht. Damit müssen wir eine Begriffsabgrenzung vornehmen, denn der Begriff Arbeitsstätte sollte geklärt sein, denn auch das könnte mal gefragt werden, wenn man sagt Arbeitsstättenverordnung, was ist denn eine Arbeitsstätte überhaupt? Was ist also eine Arbeitsstätte? Eine Arbeitsstätte ist ein Oberbegriff, ja, der umfasst verschiedene Dinge. Er umfasst einmal Arbeitsräume, aber auch sämtliche andere Räume, Toilettenräume zum Beispiel. Und dazu noch Wege. Ja, Wege wie Verkehrs- und Fluchtwege und Orte im Freien. Nehmen wir noch auf hier bei den Wegen. Verkehrswege, Fluchtwege. Ja, also auch Flure zählen hier dazu, denn auch da kann man sich verletzen, kann man über irgendwas stolpern zum Beispiel und schwer hinschlagen. Und natürlich die Orte im Freien, zum Beispiel Baustellen, denn wir reden ja hier nicht nur von Bürojobs. So, das alles sind Arbeitsstätten. Dann haben wir einen Begriff schon verwendet, den man auch noch mal separat definieren sollte. Arbeitsräume, Räume mit Arbeitsplätzen. Die Räume mit Arbeitsplätzen nennt man Arbeitsräume. Ja, dort, wo die Arbeitsplätze dauerhaft eingerichtet sind, dort sind die Arbeitsräume. Und dann bleibt als letztes der Arbeitsplatz. Was ist der Arbeitsplatz? Das ist nicht unbedingt ein Sitzplatz, sondern das sind Bereiche der Arbeitsleistung. Ja, der Mitarbeiter sitzt an seinem Schreibtisch, steht aber mal auf, geht 2 Meter weiter zum Kopierer, der auch zu seinem Arbeitsplatz gehört. Also es ist nur nicht der Stuhl, auf dem er sitzt, auch, aber nicht nur, sondern es ist der gesamte Bereich. Das ist so, jetzt haben wir schon gesehen, als wir uns die Arbeitsschutzvorschriften angeschaut haben, dass diese Arbeitsschutzvorschriften Pflichten für den Arbeitgeber begründen, so auch hier. Pflichten des Arbeitgebers. Ich kürze wieder ab. AG steht hier für Arbeitgeber.
Und was sind die Pflichten des Arbeitgebers oder die grundsätzliche Pflicht ist der Schutz. Ja, und zwar Schutz, und jetzt kommen wieder verschiedene Bereiche, an und mit Maschinen bei schweren Tätigkeiten. Ja, also immer wenn Maschinen im Spiel sind, hat der Arbeitgeber eine Pflicht, den Arbeitnehmer zu schützen. Bei schweren Tätigkeiten, wie zum Beispiel Heben und Tragen, also schwere Tätigkeiten, da kann man sich vorstellen, Heben und Tragen. Ja, da kann sehr leicht irgendwas reißen im Körper, eine Sehne reißen oder was immer. Ja, wenn man zu schwer hebt, kann man sich verheben. Und der Arbeitgeber muss hier dafür sorgen, dass der Arbeitnehmer geschützt ist, indem man zum Beispiel Einheiten herstellen lässt, die man eben heben kann, die nicht zu schwer sind. Ja, gilt übrigens auch für Koffer am Flughafen. Da gibt es Höchstgewichte und die haben auch damit zu tun, dass die Mitarbeiter, die hinten die Verladung vornehmen, ins Flugzeug und aus dem Flugzeug wieder raus, dass die nicht zu schwer heben. Aber der Schutz geht noch weiter. Im Büro und am Schreibtisch. Ja, auch hier muss man geschützt werden, zum Beispiel vor einer offenen Elektroleitung. Ja, oder man fasst den Fotokopierer an und bekommt schwer eingewischt, ne, weil der Fotokopierer unter Strom steht oder sowas. Ja, also auch hier ist eine Gefahr oder kann eine Gefahr entstehen. Das Entscheidende ist also der Schutz vor was? Schutz vor Unfällen und sonstigen Gesundheitsschäden. Schutz vor Unfällen und sonstigen Gesundheitsschäden. Das ist die Aufgabe, das ist die Schutzvorschrift in diesen Bereichen. Ja, wenn Maschinen im Spiel sind, auch der Fotokopierer, den kann man durchaus als Maschine sehen. Jetzt kann der Prüfer noch eine Frage stellen, nämlich die Arbeitsstättenverordnung soll helfen, wir haben es irgendwo auch schon mal festgehalten, hier beim Einrichten und Betreiben. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Einmal die Arbeitsstätte wird erstmal eingerichtet, die entsprechenden Maschinen werden implementiert. Oder im Büro der Fotokopierer und die Aktenschränke werden aufgestellt. Wie kann die Arbeitsstättenverordnung, kommt jetzt die Prüfungsfrage, Hilfe beim Einrichten helfen? Das fragt der Prüfer. Wie kann die Arbeitsstättenverordnung beim Einrichten helfen? Oder er sagt, die Arbeitsstättenverordnung sagt, beim Einrichten und Betreiben der Arbeitsstätten, können Sie mir mal erklären, wieso beim Einrichten? Nun, und die Antwort ist im Grunde ganz naheliegend. Hilfe beim Einrichten wäre die unmittelbare, vorschriftsmäßige Implementierung. Implementierung sage ich, um jetzt nicht nochmal einrichten zu sagen. Ja, um nicht in der Erklärung das gleiche Wort wieder zu verwenden. Also alle Maschinen werden sofort so angebracht, dass eben der Schutz gegeben ist vor Unfällen. Man achtet direkt dann, wenn man die Maschine implementiert, dass da nichts passieren kann. Das ist die Antwort auf diese Frage. So, und was ist der Vorteil? Wenn man das direkt beim Einrichten macht, viele Gefahrenquellen werden von vornherein sozusagen bedacht und gleich ausgeschlossen. Es ist wirklich sinnvoll, die Arbeitsstättenverordnung schon zu beachten, wenn man die Arbeitsstätte einrichtet und nicht erst später. Dann kann man viele, viele Dinge vorher durchdenken und überlegen, dass man den Arbeitsplatz und die Arbeitsstätte gleich so aufsetzt,
dass möglichst keine Unfälle oder sonstige Gesundheitsschäden entstehen. Was können sonstige Gesundheitsschäden sein? Ein Unfall ist zum Beispiel, dass der Arbeitgeber sich bei der Familie, beim Betätigen der Maschine seine Hand verletzt. Das wäre dann ein Unfall. Aber was könnte ein Gesundheitsschaden sein? Ein Gesundheitsschaden könnten sein ständige Gase, Dämpfe, die der Arbeitnehmer einatmet. Ja, das würde dann eher fallen unter sonstige Gesundheitsschäden. Und auch das kann man im Vorfeld hier bedenken. Ja, zum Beispiel, dass hier irgendwo an irgendeiner Stelle Dämpfe oder Gase austreten und dass man die entsprechend so kanalisiert, dass der Arbeitnehmer nicht betroffen ist. Das wäre ein praktisches Beispiel, wie man sowas machen kann, wie man also beim Einrichten der Arbeitsstätte direkt die Dinge durchdenken kann und dafür sorgen kann, dass möglichst wenig Unfälle, möglichst am besten gar keine, und eben keine sonstigen Gesundheitsschäden entstehen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.